Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ostern 2021, der Herr ist auferstanden. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Die Auferstehung Jesu, was bedeutet die? Das bedeutet zunächst einmal, dass Jesus sündlos gelebt hat. Denn wenn er nicht sündlos gelebt hätte, dann wäre er im Tod geblieben. Denn dann wäre der Tod der Sünde sold, auch für ihn. Die Tatsache, dass Jesus aber auferstanden ist oder dass der Vater im Himmel ihn auferweckt hat, denn das Neue Testament unterscheidet zwischen einer Auferstehung, wo Christus in seiner Göttlichkeit selbst das Leben wieder an sich nimmt, und der Auferweckung, wo der Vater im Himmel Jesus aus dem Totenreich heraufholt. Ja, könnt ihr mal Psalm 18 lesen, ganz interessanter Psalm in dem Zusammenhang, ein Osterpsalm, wenn man so sagen will. Die Tatsache, dass Jesus auferweckt wurde vom Vater im Himmel, heißt, dass Jesus selber ohne Sünde gelebt hat. Denn sonst hätte der Vater im Himmel ihn nicht auferwecken können. Weil er aber ohne Sünde war, deswegen konnte er nicht im Tod bleiben. Er musste auferstehen. Er musste auferweckt werden. Das ist Gerechtigkeit Gottes. Das wiederum bedeutet aber, dass Jesus mehr getan hat als für sein eigenes Heil. Denn für sein eigenes Heil hätte ja genügt, dass er das Gesetz hält, dass er sündlos lebt. Er war unter das Gesetz getan, Galaterbrief, und damit selbst für sich ewiges Leben bekommen hätte. Und zwar mit seinem Leib leiblich in den Himmel hinauffahren hätte können, weil dieser Leib keine Sünde getan hat. Die Tatsache aber, dass Jesus trotzdem den Tod erlitten hat und 3 Tage im Totenreich war, heißt, dass Jesus mehr getan hat. Denn er hat für sein eigenes Heil, wenn man so sagen will, als Mensch Jesus, ohne Sünde gelebt und damit ewiges Leben verdient. Er war der Einzige, der das ewige Leben verdient hat, erdient hat, weil er das Gesetz Gottes vollständig und ganz gehalten hat während seines ganzen Lebens. Aber die Tatsache, dass er zudem auch noch den Tod erlitten hat, die Strafe erlitten hat der Sünde, obwohl er selber keine Sünde getan hat, heißt, dass er mehr getan hat, als für sein eigenes Heil notwendig gewesen wäre. Und diese Strafe des Todes, die er erlitten hat, die schenkt er uns. Diese Strafe des Todes trägt er für uns an unserer Stadt. Und deswegen können wir sicher sein, dass alle, die das glauben, ewiges Leben haben. Denn normalerweise müssten wir alle für unsere Sünde sterben. Alle Menschen werden sterben für ihre Sünde und werden kein ewiges Leben bekommen. Die glauben an das Opfer Jesu Christi, denen wird das Todesleiden Jesu und das Verworfensein in die Verdammnis zugerechnet, als ob wir selber es getan hätten. Da liegt die Sicherheit des Glaubens. Da liegt auch die Ruhe und die Freude des Glaubens, dass wir gewiss sein können, dass es nicht um uns geht, nicht um unser Tun, nicht um unser Handeln, nicht um unser Gutsein, nicht darum, dass wir uns das Heil verdienen könnten, sondern darin, dass er, Christus, uns das Heil verdient hat. Damit ist es sicher. Damit ist es sicher. Und das Einzige, was die Bibel fordert, ist, dass wir das für wahr halten, dass wir das glauben. Und das müssen wir nicht aus uns heraus glauben, sondern einmal beweist uns die Bibel in vielen, vielen Beispielen, schon im Alten Testament und im Neuen Testament dann nochmal deutlicher, dass Christus auferstanden ist, dass er für uns die Sünde getragen hat, dass Gottes Wort wahr ist, dass alle Verheißungen Gottes in Christus Ja und Amen sind. Und dazu, als ob das nicht schon genug wäre, gibt uns Gott seinen Geist, dass wir sein Wort verstehen können. Und zwar sein alttestamentliches Wort durch Gottes Geist, hinschauend auf Christus, und im Neuen Testament auch die Auslegungen und Erklärungen der Apostel und Propheten verstehen können und damit der Glaube eine feste Grundlage hat, nämlich Gottes Wort. Daran halten wir fest. Das heißt also, die Osterbotschaft ist die, Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und damit ist unser Heil gesichert. Alle die, die das glauben, die das für wahr halten, ja, denn wir können nichts wider die Wahrheit, denen wird Christi Gerechtigkeit geschenkt. Wir werden damit überkleidet. Und damit ist die Osterbotschaft, wenn wir sagen, Christus ist auferstanden, gleichzeitig die
Botschaft darüber, dass wir selbst Anteil haben werden an diesem Heil. Denn Christus hat mehr geleistet und mehr getan, als für sein eigenes Heil notwendig war. So funktioniert die Erlösung, so funktioniert die Rechtfertigung. So ist das, was Gott denkt und was Gott getan hat in Christus. Und das ist unsere Verkündigung. Ja. Ich wünsche allen Zuschauern Gottes Segen für die Osterzeit, für die verbleibende Osterzeit und auch für die kommende Zeit, die vor uns liegt, die sicher nicht einfach werden wird, keine Frage. Aber in dieser Osterhoffnung, dieser Auferstehungshoffnung, in der Gewissheit, dass in Christus alles gut geworden ist, für die, die glauben und für die ganze Welt, die trägt uns auch durch so Zeiten wie jetzt. Ja, wir machen Day by Day, Tag für Tag. Wir pflanzen heute noch ein Apfelbäumchen, auch wenn wir meinen würden, dass die Welt morgen untergeht. Ja, so schnell geht die Welt nicht unter, sagt die Bibel auch. Wir halten fest an Jesus Christus und wir machen das, was wir immer gemacht haben. Wir geben das Evangelium weiter. Ja? Dazu wünsche ich euch allen Gottes Segen, viel Freude im Glauben, viel Kraft und freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet und sagt bis dann alles Gute und Gottes Segen.